die schlimmsten Tage als Trainer, ganz klar. Das ist ja das, was man am wenigsten mag, aber was eben auch zum Job gehört, diese Lektion. Wir waren uns nicht hundertprozentig einig. Das ist aber okay, finde ich. Dafür sind wir auch ein Team und diskutieren dann viel und auch leicht unterschiedlich, finde, das muss auch so sein. Man muss natürlich dahinter irgendwie auf den Konsens kommen, auf den Punkt. Gut, ansonsten liegt ja die letzte Verantwortung bei mir, das zu entscheiden. Aber letztendlich haben wir jetzt einen Konsens gefunden, der, glaube ich, okay ist. Zunächst einmal war ja die Zielstellung, dass wir den Doppelzweier ausfahren jetzt auf der internationalen Regatta in Duisburg. Da haben wir uns jetzt ja dann für Stefan Krüger und Tim Olenaske entschieden, die am Samstag in beeindruckender Art und Weise gewonnen haben, auch wenn die Bedingungen nicht fair waren, aber letztendlich haben sie die auch geschlagen, die eine bessere Bahn hatten, das waren ihre Hauptgegner. Von daher war das schon erstmal eine beeindruckende Leistung. Es ist natürlich schade, dass sie nicht am Sonntag fahren konnten, weil Stefan ja noch angeschlagen war. Das wäre noch ein bisschen stimmiger, sauberer gewesen, aber ich finde so, ich glaube, da gibt es auch keine großen Beschwerden in der Mannschaft. Ich glaube, jeder erkennt diese Leistung an. Wir haben uns jetzt eben entschieden, anzufangen mit Lars Hartig auf Schlag. Das macht er eben aufgrund seiner Einerleistung, die er geboten hat, und vor allem aufgrund seiner Doppelzweierleistung, die er sehr stabil jetzt seit letztem Jahr anbietet, mit Weltcup-Sieg oder Weltcup-Gesamtsieger. Und auch jetzt waren ja die Leistungen nicht schlecht im Doppelzweier. Und ich hoffe, dass er seine Schlagung Qualitäten vom Doppelzweier auch im Doppelfeger transferieren kann. Dahinter Max Appel, dann Timo Piontek und Karl Schulze. Und Ersatzmann Hans Grune und Stefan Riemekasten. Ja, Stefan hat klar seine Leistung natürlich mit zweimal Platz 4, ist eine sehr gute Leistung, ganz klar. Da hat er natürlich absolut gepunktet. Ist aber, wie gesagt, ich bin ja ein Physis-Freund. Mit einer 6-10 ist mir jetzt auch wirklich zu weit weg. Also, man kann jetzt sagen, Stefan wiegt auch weniger, aber selbst wenn man den PR-Index-Wert nimmt, also seine Leistung in Bezug zu seinem Körpergewicht, ist er immer noch ganz unten mit auf der Liste. Von daher hat er ihn jetzt leider erstmal getroffen. Es wird nicht einfacher von Jahr zu Jahr, das kann ich nicht sagen. Also es ist immer wieder die schwerste Entscheidung. Ich finde, gerade jetzt waren die Entscheidungen noch mal schwieriger, weil wir jetzt ja alles zusammen trainiert haben. Du hast genau gesehen, was hat jeder investiert und so. Und sonst, wenn die dann immer nur mal gekommen sind, Wochenende von A nach B, dann ist man, ja, wahrscheinlich, weil man dann eben schon ein bisschen weiter weg ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Das war dann diesmal schon anders. Also war näher dran alles. Also.